der komplett wahnsinnigen Autofahrer und der Superreichen. Hallo aus Mykonos. Welcome Party People. Ich glaube, heute schaut es noch gut aus. Da ist nämlich fast noch niemand. Die sag. Zeit ist ja noch keiner. Und wie spät ist? 6 Uhr, oder? Schaut gut aus heute. Ja. Da wird es ein bisschen warm werden jetzt noch. Ja, ist mal schön. Schauen wir mal. Wir können auch da her. Ausbild ist gut. Gute Cocktails und ganz viele tolle Touristen. Super, Touristenreisegruppe ist gerade rübergekommen und die haben alle, glaube ich, noch nie, oder 3 Flaschen Belvedere sowieso nicht und 6 Liter Dom Perignon haben sie noch nie gesehen und deswegen haben sie gleich Selfies damit gemacht. Das ist so irgendwie das Loste vom Losten, weil für was brauche ich da eine Reisegruppe? Wollen Sie erklären, dass du da lang gehst? Oder ist ja keine Ausgrabungsstätte, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall ist es echt arg, wie viele Leute da durchgehen. Gehen durchs Lokal durch die Bar. Ja, und checken nicht einmal, dass es halt ein Lokal ist. Ja. Das ist ein bisschen mühsam. Vor allem ist es kein Lokal, es ist eher so Disco. Bye bye, thank you. Thank you. Magst du da drüben? Ja. Mehr Blick. Also Muschelspaghetti. Ja. Und ich habe Seebrasse, leider nur mit Pommes, weil es keine Kartoffeln gibt, aber die schauen auch ganz gut aus. Casa di Giorgio, was gibst du? Ich gebe 8 von 10. Warum? 8 von 10, weil die Seebrasse sehr, sehr gut war. Ja. Und da das Ambiente ist auch schön, also ich gebe 8 Punkte von 10. Ich sehe wieder mal sehr hoch geratet. Ich gebe 7,5 von 10, man muss Luft nach oben lassen, aber es war wirklich, Muschelspaghetti waren sehr, sehr gut. Auf jeden Fall war da relativ viel Inhalt drinnen und das ist sonst eher selten und deswegen würde ich sagen 7,5 von 10, deswegen statt 7 von 10. Ja, und ich gebe 8. Ambiente gut, aber es war jetzt auch nicht nothing really special. Ja, und das Essen war aber trotzdem sehr gut, also ich war sehr zufrieden. Von der Oma kannst du immer hin. Die Oma hat immer jahrelang gesagt zu mir, wenn ich auf Urlaub fahre, muss ich immer ein paar Unterhosen mehr einpacken, oder? Ja. Eine Notfallunterhose, genau, falls ja. Was da in die Hose geht, oder? Ja. Die Squirt hat dran gedacht. Einfach einen Automaten gemacht, wo man sich im Notfall mitten in der Nacht eine Unterhose rausdrücken kann. Vielleicht auf die Oma doch beim nächsten Weihnachten die Unterhose einpacken, weil ich das nicht putzig. Golden Joghurt. Sehr, sehr gut für 15 Euro steht. Wahnsinn, ich koste einmal eins. Aber es muss sehr gut sein. Also bin mir nicht sicher, ob wir noch einmal ein Auto ausbauen würden oder ob wir nächstes Mal wirklich lieber mit dem Taxi fahren. Aber wir haben gestern zufällig, es waren sicher Österreicher, belauscht in Mykonos Stadt, wo die eine gesagt hat, anscheinend ist es überall, egal wo du hinfährst, 60 Euro. 60 Euro Taxi, egal wohin von wo bis wo, hat ja, sie gesagt. Das ist nämlich wirklich auch die kurzen Distanzen, ja, von Mykonos Stadt zu Cabo Paradiso, kostet gleich wie von uns. Das ist wurscht, das ist einfach immer einheitsfrei. Ja. Und wir wohnen doch etwas weiter drüben, was ein bisschen ruhiger ist. Ja, Wahnsinn. Frauen beim Parken. Darfst du einparken? Nein, das stimmt nicht. Ich parke ja nicht auf einer offenen Straße direkt nach der Kurve, oder? Beach Entdeck Tag 2. Heute genau. Geht's ans Paradies. Nach Agios Sostis. Jetzt schauen wir, wo man da runtergehen muss. Es ist ja rundherum relativ viel Baustelle, da überall so
Erdhaufen und Bagger stehen rum, aber es schaut nicht so aus, als ob irgendwer daran arbeitet. Ja. Das Einzige, was gut läuft, glaube ich, ist das Moped-Business. Wanderschuhe des Tages? Ja, was soll man sonst anziehen außer Sandalen? Wenig gelernt seit dem Wanderausflug gestern. Schuhwerk für die Altstadt des Tages. Wird das besser funktionieren? Sicher. Ich bin mir relativ sicher. Nachdem wir jetzt am dritten Tag da sind, kenne ich mich schon ein bisschen aus. Ja, bei mir wird es irgendein Fisch. Spaghetti mit Shrimps. Was, nimmst du schon wieder Fisch? Ja, ich esse gern Fisch, weil das haben wir daheim, weil du das nicht magst. Du isst ja auch schon wieder Spaghetti. Wir haben heute Spaghetti mit Shrimps, unserem großen Shrimps. Und du hast? Ich habe einen gegrillten Lachs. Malzer. Also Kostas, Taverna, Mykonos würde ich sagen 5 von 10. Ich bin nicht unzufrieden, aber man muss Luft nach oben lassen, weil du kannst ja nicht 10 vergeben. Und was ist, wenn dann die wirkliche 10 kommt, das Beste vom Besten? Jetzt gibt es einmal einen Espresso. Espresso heiß, bis zum Mal. Schämst du ein bisschen? Ja, mir schmeckt das nicht so. Es schmeckt wie flüssige Lakritze. Jetzt gehen wir ein bisschen shoppen. Ich habe gedacht, jetzt gibt es noch einen Cocktail. Ja, einen Cocktail gibt es und dann, wenn wir zurückgehen, können wir noch shoppen und dann steigen wir wieder. Ist das ein Hut oder so ein Kapperl? Nein, aber ich hätte gerne so einen ganz großen Hut. Jetzt gehen wir zur Disco-Bar. Das war so spät, waren wir noch nie da bei der Disco-Bar. Es ist ein musikalisch, da spielst du was anderes als da. Das ist super. Da passt die auch noch schnell rein, oder? Passt du damit? Das geht sie noch aus. Wo fährt der hin? Das ist immer die Frage. Ja, das weiß man nicht so genau. Ja, kommen wir jemals wieder nach Hause? Ich glaube eher nicht. Heute hat es dort noch. Wann ist er da? Da steht nur, dass er ein Mercedes fährt. Ja. Der schreibt aber sicher gleich, wenn er kommt. Ja, man, very traffic. Ja. Thank you very much. Wir gehen jetzt tanken und dann gehen wir das Auto zu. Weil der Julian hat immer vom Auto fahren. Das stimmt. So, Auto zurückgeben in dem Sinne. Cheers. Mykonos, oder? Ja. Endlich, das ist die erste Flasche tatsächlich. Ja, aber vielleicht nicht die letzte. Jetzt kommt der Regen. Das ist aber schon wirklich nach Gewitter aus. So Dancing in the Rain. Heute ist mir wurscht, heute gehen wir James Hype, heute wird konsumiert. Heute wird konsumiert. Mit so Mühe und Not sind wir da jetzt hergedüst. Preislich wissen wir noch nicht so genau, deswegen gibt es einmal Wasser. Schauen wir mal, ob wir uns noch was leisten können. Das Dein ist ein bisschen klein, aber. Ja, das passt schon, weil dafür ist der Strohhalm groß. Ist direkt neben den Artists, weil es schaut nach Live-Performance aus, elektronisch. Das hat er mit den runden Nudeln gemeint. Das sind wirklich runde Nudeln. Gibt es Scorpios Mykonos 9 von 10. Ich würde schon sagen, 9,5 ist ja wie gestern schon erklärt, das ist das besondere Etwas, das war schon ganz besonders. Mein gegrillter Fisch mit den Kartoffeln, ich würde auch 9 geben. Das war sehr gut. Ich habe gelernt, man muss immer Spielraum nach oben lassen, obwohl wir auf Mykonos wahrscheinlich nicht mehr viel mehr kriegen werden. Party geht
Kandidaten auf jeden Fall. Es ist 16 Uhr und der Julian verlässt heute zum ersten Mal das Hotelzimmer. James Hype. Eigentlich waren wir heute auch noch James Hype. Ja, heute waren wir James Hype. Ich habe ein bisschen länger bei James Hype. Der ganze Club ist mit Function One beschallt, sagt man. Nicht nur vorne, sondern auch nach hinten. Also das ist die Laser als Function One und klingt bombastisch gut. Und du hast heute kein Ohrensausen und weil ich bin mir relativ sicher, es war sehr laut. Es waren über 100. Es ist eh egal, wo man hinfährt, ob du nach Mykonos fährst oder weiß ich nicht, ans Ende der Welt. Erstens, wenn du sowieso immer triffst, sind die deutschen Kollegen. Aber was dann noch viel spannender ist, wenn du genau weißt, das ist österreichischer Dialekt und wenn du genau weißt, das ist Grazer Dialekt. Und so, du fährst eh schon, fliegst auf Urlaub, weil Urlaub fahren irgendwo nach Kroatien, das geht sowieso überhaupt nicht, da triffst du schon beim Losfahren 100 Leute. Selbst da, ja servus, grüß dich, ich bin aus Graz. Zu siebt waren sie dort. Das ist unser Mittagessen.